Also mein Name ist Fabian Bielefeld, mein Künstlername ist Pase. Ich sprühe jetzt seit 21 Jahren Graffiti und arbeite viel mit Jugendlichen, mache viel so Kunstprojekte. Graffiti kommt aus New York. Es ist angefangen so Anfang der 70er Jahre, eher mit so Gang-Graffitis, dass die Jugendlichen so ihr Territorium markiert haben. Erstmal nur mit Text, also sogenannten Unterschriften. Und später kamen dann Charakter, also Figuren dazu, und wurde immer aufwendiger. Und dann kam es halt von New York nach Europa. Ich bin zu Graffiti gekommen, eigentlich ganz klassisch, so über Hip-Hop, Skateboardfahren. Das sind halt meine ganzen Kumpels. Sind auf einmal mit so voll getaggten Rucksäcken auf einmal angekommen. Und dann habe ich halt gedacht, oh, cool, dass sie das machen. So, ich habe auch Interesse. Und dann habe ich mir die ersten Dosen gekauft. Und dann ging es dann langsam los. So, es war nicht so schön am Anfang, aber es dauert halt immer seine Zeit. Als ich angefangen habe, gab es noch keine legalen Wände oder Plätze, wo man sprühen durfte oder darf. Und ich habe dann auch ganz klassisch angefangen, also so Autobahnbrücken, auch mal den einen oder anderen Zug damals. Habe dann aber ziemlich schnell auch Ärger mit der Polizei bekommen und habe dann irgendwann aufgehört und widme mich jetzt nur noch der Graffiti-Kunst. Mein erster Auftrag war 98, da habe ich noch für 50 D-Mark ein Garagentor angesprüht, was nicht besonders schön war. Dann kamen immer mehr Aufträge dazu, dass ich mich wirklich entschlossen habe, mich selbstständig zu machen nach dem Studium. Und dann kamen immer mehr Schulen oder Vereine auf mich zu und haben halt gefragt, ob ich Graffiti-Workshops anbieten kann. Und mittlerweile sind es von meiner Arbeit 60% im Jahr. Also ich mache eigentlich fast jede Woche einen Graffiti-Workshop. Ich gebe halt gerne mein Wissen weiter. Mir macht Spaß, so mit Kindern, Jugendlichen zu arbeiten, kreativ zu arbeiten. Und man merkt es halt auch immer von den Reaktionen, so, dass bei den meisten oder eben bei den Teilnehmern gut ankommt. Und das, ja, ist halt mal was anderes als nur mit Wassermalfarbe. Sinn eines jeden Graffiti-Sprays sollte eigentlich sein, dass man seinen eigenen Stil findet. Und das dauert halt sehr lange. Am Anfang geht es eher los, dass man so ein bisschen abzeichnet, absprüht, bei den Älteren oder bei den Bekannteren schaut. Aber es sollte schon so sein, dass man seinen eigenen Stil entwickelt, das ist ganz wichtig. Also, dass man schon sagen kann, dass es wie so eine eigene Handschrift ist auch, ja. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach, wie es funktioniert. Kommt einfach mit. Jetzt brauche ich nur noch einen Teilnehmer. Und Farben. Also eben wichtig ist, es gibt verschiedene Caps, also einmal der ein bisschen breitere und dann der ganz feine. Das sind zum Beispiel für Konturen wichtig, aber eben der ist dann super einfach zum Ausmalen, dass man die Dose immer senkrecht hält, also nicht waagerecht und dann immer gleichmäßig ausmalt. Ja, genau, und wenn du magst, kannst du einfach mal das P ausmalen. Genau, also das nächste Level wäre einfach die feinen Buchstaben auszumalen. Einfach, da ist es einfach wichtig, dass man fein arbeitet, gebe ich dir ein feines Cap. Und das ist dann wieder ein bisschen schwieriger als jetzt die größeren Flächen. Scheiße. Ja, das ist kein Problem. Also die Farben decken so gut. Es ist einfach nur wichtig, dass es kurz trocknet. Und dann kann man einfach ganz schnell das wieder ausbessern. Das kommt jetzt eh gleich wieder raus. So. Genau, da ist es einfach wichtig, so dass du die Augen einfach in diesen Oliv lässt. Das wird dann nachher weiß. Genau. Gleich mit dem Gesicht und dann, genau, kannst auch ein bisschen über die schwarzen Linien drüber gehen, das macht nichts. Ziehst genau. Du die nachher nach? Die zieh ich nochmal nach. Ja.
perfekt. Jetzt kommen eigentlich noch die Konturen. Willst du es mal ausprobieren? Das ist wirklich das Schwierigste. Ja, das war jetzt fast zu schnell, aber schon gut. Du kannst ja nochmal nachfahren. Ja, perfekt. Für den Anfang super. Da kann man noch mit Weiß noch einige Effekte, noch ziemlich viel rausholen, dass man einfach, wenn man die schwarze Pupille dann hat von der Comicfigur, dass man einfach einen kleinen Punkt noch reinsprüht. Das wirkt dann halt noch ein bisschen so plastischer, also einfach so diese Highlights sozusagen. Da kann man dann einfach an ein paar Stellen, jetzt hier bei der Flasche, eben oder einfach so ein bisschen reingehen. Okay, dann fehlt eigentlich nur noch die Künstlerunterschrift, das Tag. Okay, cool.